Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Was geht ab, meine Freunde? Hier ist wieder euer M3D bei Amnesia. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir wieder so ein ekelhaftes Horrorspiel antue. Ein Memento wurde zum Journal hinzugefügt. Wir gucken mal rein. Aha, Mementos. Folge der Spur der 40-Kette und finde ihre Quelle. Aha, unser Questlog sozusagen. Ganz geil. Da wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas Tolles finden. Also, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe es mal 5 Minuten angespielt, logisch, um zu testen, aber das war's auch schon und naja. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir da was Gutes antue oder nicht. Ich kann da irgendwie rennen. Rennen, das ist kriechen. Ja, kann man das Rennen nennen? Nein, eigentlich nicht. Aber er läuft schon mal ein bisschen schneller, das ist doch schon mal was. Und damit kommen wir klar und da ist die rote Blutspur. Übel, übel, übel. Hallo? Hallo? Alles okay bei dir? Geht's dir gut, mein Freund? Hallo? Ach du meine Güte. Kann man hier ein bisschen rumfummeln? Cool. Ja, Randale. Man kann hier richtig Amok laufen anscheinend. Oh, nur der Kopf geht. Schade. Gut, dann nehmen wir deinen Kopf mit, mein Freund. Du kopfloser Ritter. Juhu. So, sind wir schon mal nicht ganz alleine. Das ist doch schon mal gut. Los, Kopf. Erledige das für uns. Ah, der hat die Gegend gesichert. Ich bin zufrieden. Ich gucke erstmal in den Schrank hier rein. Ubi, aha. Alles nur mit der Maus anklicken, das ist ja schon mal simpel. Die Steuerung kriege ich wenigstens schon mal gebacken. Aber ich glaube, so rennen ist hier nicht so wirklich möglich, oder? Halte linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Tür zu bewegen. Drücke rechte, um die Tür aufzustoßen oder sie zuzuwerfen. Okay. Gut, das ist ja noch einigermaßen logisch. Oh, hier noch eine Flasche Wodka mitnehmen. Boah, was ist, wenn man die jetzt in den Kamin reinwirft? Naja. Fast hätte ich getroffen, das wollen wir schon mal so hinstellen, das ist ja schon mal ganz klar. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich als Rennen gilt hier, was ich gerade mache, aber okay. Noch so ein Ding. Ja, damit. Zunderbuchse, das kann man immer gut gebrauchen. Komm, wir stoßen mal die Tür auf. Warte. Nee. Moment. Ach, der knallt die nur zu, der kann die gar nicht aufschlagen, okay. Hab ich mich gerade gewundert. Ja, wir kommen schon irgendwie klar. Mit Zünderbuchsen kannst du Kerzen oder andere Lichtquellen in deiner Umgebung entzünden. Was für Schritte sind das? Meine? Seine? Hilfe? Hallo? Wie geht's? Was sind das überhaupt für Flecken? Irgendeine Chemikalie wahrscheinlich. Wir brauchen Veni Oxy Action oder wie die Scheiße heißt. Das würde uns... Hilfe? Hallo? Staub. Oh, ich bin mit dem Kopf in der Wand gelandet. Ja, das passiert schon mal. Das ist bei mir zu Hause auch manchmal so. Alter. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt mir was Gutes antue. Das soll ja schlimmer sein als Outlast. Also das schlimmste... ich wollte gerade irgendeine Beleidigung nennen. Das schlimmste Horrorspiel, das es so gibt. Aber naja, okay. Wir kriegen das schon irgendwie durch. So. Oh, noch eine Zunderbuchsen-Dingsbums. Cool, dankeschön. Ne, Zunderbüchse heißt es. Aha. Was weiß ich, was da drin ist, aber egal. Kommen damit schon irgendwie durch. So, hier müssen wir lang. Ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Oh, was ist das denn hier? Oh. Hilfe? Aha. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in deiner Umgebung mit Hilfe von Zunderbüchsen an oder suche nach anderen Lichtquellen. Ja, ich würde sagen, da verschwenden wir mal lieber keine Zunderbüchse. Da gehen wir einfach wieder raus, so wie eben. Boah, warum kann ich denn so schöne Hemden mitnehmen? Warte mal, wir müssen mal den Ernstfall trainieren, Freunde. Kann ich mit Rechtsklick einfach so zuknallen? Ja, theoretisch gesehen geht das schon. Okay. Gut, ich habe fett geübt. Jetzt bin ich für alles auf alles vorbereitet.
Oh, ich meine, jetzt passiert ja noch nichts, muss man ganz ehrlich mal sagen. Aber ich werde schon ein kleines bisschen nervös. Und ich hoffe, das wird nicht so schlimm. Alte Archive, rein da. Er fiel auf den Küchenboden. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hasel versteckte sich, aus Angst bestraft zu werden. Okay, wer ist Hasel? Der Haselnut und wer wurde getreten? Ich habe keine Ahnung. Ich will es aber auch ehrlich gesagt gar nicht herausfinden. So, komm. Beunruhigende Ereignisse verschlechtern deinen geistigen Zustand. Er kann wieder verbessert werden, wenn du Rätsel löst und weiter vorankommst. Aha, cool. Ist schon krass gemacht. Ich weiß gar nicht, ist hier eigentlich alles vorgegeben? Ich glaube schon. Ist das? Oh, ich glaube, ich drehe gerade langsam am Rad. Kann es sein? Wollen wir mal nochmal gucken, ob da hinten irgendwas ist, was man aufsammeln kann? Oh, nicht, dass da mir zusammenklatscht oder so, ne? Das wäre ja voll bescheiden. Hilfe, ich sehe nichts. Hilfe. Ah, hier ist wieder Licht, dann ist ja okay. Hier können wir rein. Hier müssen wir sogar rein. Ich gehe jetzt mal hier gucken. Okay, aber das ist jetzt nicht beunruhigend, wo der jetzt durchdreht, oder? Wegen ein paar fliegenden Blättern durch den Wind. Ich denke mal, das dürfte der so noch geregelt kriegen. Hallo? Hilfe? Ja, ja, alles ist gut. Ganz schön windig hier drin, ne? Machen wir mal das Fenster schließen. Oh, eine Kiste. Geil. Juhu. Was haben wir hier? Nix. Bücher, aha. Unser größter Feind wahrscheinlich in diesem Spiel. Yeah, sogar getroffen. Ich bin gut. Bisschen Amok laufen. Oh, hier ist eine Lampe. Aufgenommen, Laterne. Du hast die Laterne aufgehoben. Ist sie mit Öl gefüllt, kannst du sie mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Mischstand entzünden. Cool. Ja, das macht natürlich Sinn. Wie immer bin ich ja übelst sparsam mit. Komm, wir nehmen ein bisschen Lektüre mit, dann kann hier nichts schief gehen. Wenn uns irgendwas angreifen sollte, dann schmeißen wir einfach mit einem Buch durch die Gegend. Ha, dann trotzdem ihn mit Wissen. Oh. Hallo. Ah, die Tür geht so auf. Okay. Ja, komm. So, komm Buch, wir müssen weiter. Was ist das für Buch? Kann man das lesen? Aber kann man das ein bisschen näher ranholen? Ja, oh. Eben hätte es lesen können. Wartet. Pflanzenreich. Wow, die Bücher wurden sogar ins Deutsche übersetzt. Geil. Das ist ja nice gemacht. Wusste ich gar nicht. Amoklauf, komm, eins zünden wir mal an, damit es mir mal ein bisschen besser geht, dem Kollegen hier. Oh, was eine Entspannung, Alter. Also eins kann ich euch schon mal jetzt sagen, Freunde. Das Spiel ist halt dementsprechend natürlich gruselig, aber auch irgendwo ja ruhiger, entspannender. Und ich hoffe, das gefällt euch. Beziehungsweise ich hoffe, dass ihr keine Langeweile aufkreuzt, weil ich ja vielleicht das nicht so kommentiere. Oh, kann man das aufmachen? Cool. Kann man damit irgendwas anzünden? Vielleicht ein Buch oder so? Naja. So. Und, brennst du jetzt? Wohl eher nicht, ne? Och, jetzt kann ich schon nicht mehr rausholen. Scheiße. Egal. Wir machen so weiter. Wow, wie viele wir haben. Ha. Muss ich das auch noch machen. Los, putzen wir schon mal ein bisschen. Da erstmal die roten Flecken hier wegmachen. Schon viel besser. Also wenn ich jetzt alleine hier wäre und ich wüsste, hier ist irgendwas. Okay, er weiß es ja vielleicht gar nicht, aber dann hätte ich mir wenigstens mal so eine Art, ja, ich sag mal, Waffe mitgenommen. Oho. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can.
Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Ui, ich muss mir auch mal anfangen, selbst Texte zu schreiben. Aufgenommen Öl. Lass einen Brief schreiben. Yeah, das macht voll Spaß, hier irgendwie alles kaputt zu machen. Aber so viel geht ja leider auch nicht. Hoppala. Wir lassen es einfach mal wie ein Unfall aussehen. Boah, Chemikalien. Schade, dass sie nicht explodieren oder so. Das wäre doch mal eine witzige Angelegenheit. Oh, da hinten ist ein Schalter, sehe ich richtig? Ja, oder? Halte den Maustaste gedrückt und bewege die Maus in die gewünschte Bewegungsrichtung des Hebels. Aha. Oho. Och nö. Mach mal die Lampe weg. Obwohl, nein, die ist nötig. Ja, ja, ich behalte sie ja schon. Eingangshalle, okay. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Alles klar. Von wem reden wir hier? Von Daniel? Von mir? Ich hab doch keine Ahnung. Um zu laufen, halte Shift links beim Bewegen gedrückt. Shift. Moment, ich muss überlegen. Shift. Aha, Shift. Ja, jetzt läuft er. Davor hat er das gar nicht gemacht. Ach so. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Alles klar. Wo gehen wir zuerst lang, Freunde? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er direkt der Blutspur folgen sollte. Ehrlich gesagt. Aber ich denke mal schon, ne? Warte mal, wir gehen einfach mal hier Luki-Luki machen. Vielleicht kommt mir ja hier auch gar nicht rein oder so. Ich weiß es ja nicht. Moment, ich gehe wieder zurück, oder? Ja. Na super, fängt ja schon mal gut an. Labor? Aha. Cella Venaria. Laboratorium. Weinkeller. Oho. Ah, okay, wenigstens sind diese Türdinger beschriftet. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal wirklich da unten gucken. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Warte mal, was ist hier? Raffinerie. Hallo? So. Oh. Aha. Wir haben was zum Lesen. Notizen. Mementos, denke ich mal. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Ja, ich hoffe mal schon. Also ich kann jetzt... Hilfe? Ich kann jetzt vermuten, dass man irgendwie ins Laboratorium muss oder so. Um... Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas dagegen zu tun. Wartet mal. Ich muss doch, glaube ich... Inventar. Wo mache ich mein Inventar? Notizen. Hier ist es nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Escape-Taste auch nicht. Nein, das war's auch nicht. Enter-Taste vielleicht? Nein. Oh, ich kann springen. Cool. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz gucken, wo hier Dings ist. Input, ist es das? Tastenkonfiguration. Ja, laufen, ducken, springen. Hier war mal Aktion. Werfen, interagieren, drehen, Laterne. Bestand. Tab-Taste. Okay. Das ist doch schon mal was. Ja, genau. Man muss ja dieses... Die Lampe auch wieder auffüllen. Boah, gibt es wenig. Wie geizig, Alter. Hilfe. Das kann ja nichts werden. Oh, hier ist noch was. So. Sehr schön, meine Freunde. Sehr schön machen wir das hier, hoffe ich. Kann man hier irgendwie V-Change einstellen? Oder irgendwie ist es hier sehr komisch gerade. Ja, oh, das geht. Glück gehabt. Ja. Oh, das ist der Ausgang, ne? Oh. Hilfe. Ja, ich gehe ja nicht. Wow, okay, das geht also schon mal nicht. Schade. Schlimm. Das ist schlimm. Ich habe übrigens gerade auf meine Uhr geguckt, Freunde, und ich muss sagen, die Zeit will gar nicht rumgehen. Das gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Scheiß Spiel. Ach, Mann. Ach, ich mache einfach immer nur Scheiße. Das ist Katastrophe. Ich sollte von so Spielen einfach die Finger weglassen, bevor ich irgendwann noch ein Herzinfarkt kriege. Aber ist ja egal. So, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Weinkeller oder Labor? Ich würde sagen, gehen wir einfach mal ins Labor, ne? Hallo!
Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider am Berkeley-Platz in London nie wiedersehen. Noch eine einsame Seele mehr in London erschien irgendwie passend. Ja, okay. Wenn du das sagst, dann ist es ja... Gut, ich glaube, ich zünde jetzt einfach mal wirklich was an. Na komm. So, perfekt. Das ist da schon mal ein bisschen, ja, harmonischer, behaupte ich jetzt einfach mal. Oh, Digga, was hast du für ein Problem? Lauf einfach. Jetzt stell dich mal dazu an. Wenn du Angst hast oder so, dann mach dir einfach die Hosen, so wie ich das auch immer mache. Ich höre eine Stimme, da bin ich bescheuert. Ja, wollen wir so viel verschwenden? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, ich mach die lieber unten in dem Raum an. Aber erstmal gehe ich hier lang. Nee, hier geht's ja gar nicht lang. Aha, was sollte mir das jetzt sagen? Bin gerade noch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Aber ist ja auch egal, ne? Wir müssen ja nur ein bisschen versuchen, hier klarzukommen. Was ist hier? Oh, Öl. Cool, dankeschön. Also es ist wie ein Outlast im Endeffekt. Wenn man sich gut umguckt, dann findet man auch viel. Und dann kommt man eigentlich auch gut durch. Und man kann sogar die Fässer bewegen. Krass. Gut, ich glaube, wenn er diese Kakerlaken-Dinge da auf dem Boden macht, dann heißt es, dass er irgendwie langsam nicht mehr zurechnungsfähig ist, irgendwie. So. Ist das eine Kiste? Ja, es ist eine, aber naja. Ich bin damit irgendwie anders umgegangen, als ich es mir erhofft habe. Irgendwas muss hier noch liegen. Komm schon! Oh! Ja, seht ihr mal, wenn man sich umguckt, dann kann man ja schon übel was finden hier. Respekt, geil. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber warum kann man diese Kisten nicht öffnen? Naja, egal. Was ist das hier? Der Typ ist von vielem schnell mitgenommen, kann das sein? Irgendwie. Noch mehr Lampenöl. Wie schnell geht denn das Öl eigentlich leer? Was ist das? Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfer meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzen ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Aha, Umlagerung der Chemikalien. Okay. Gut, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Damit würde ich einfach mal sagen, Freunde, bis zur nächsten Folge. Tschüss.